Herr Präsident, meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit zwei Vorbemerkungen beginnen, die eigentlich immer nicht fehlen dürfen in den Diskussionen über die Innenstadt. Das erste ist Vorbemerkung 1, alle Schwächen, alle Probleme klar und deutlich benennen, aber nicht einen Verfallsdiskurs initiieren oder inszenieren, der der Komplexität der Entwicklung auch nicht gerecht wird. Natürlich gibt es große Probleme in der Innenstadt und natürlich ist es trotzdem nicht so, dass wir über 20 oder 25 oder 30 Jahre einem Verfall der Innenstadt zugucken müssen. Ich will dazu nur zwei Argumente noch mal benennen. Wir haben in der Stadt im Jahr 2010 ungefähr 1,2 Millionen Übernachtungen gehabt, überwiegend von Touristinnen und Touristen, aber natürlich nicht nur, sondern auch von Geschäftsleuten. Wir haben dann 2019 vor der Pandemie ungefähr 2,2 oder 2,3 Millionen Übernachtungen gehabt, eine Million mehr. Und das bestimmt nicht, weil Bremen so unattraktiv geworden ist, sondern weil Bremen natürlich eine attraktive Stadt ist und weil Bremen sehr viel zu bieten hat. Und nochmal, das soll nicht bedeuten, irgendwelche realen Probleme in den Hintergrund treten zu lassen. Aber es balanciert das Bild etwas aus. Zweiter Punkt, ich zitiere mal jemanden, Zitat Anfang, wir sind derzeit sehr, sehr gut zufrieden. So viele Neueröffnungen hat es lange nicht mehr gegeben. Es war jetzt nicht ein Zitat aus den 70er Jahren und auch nicht aus den 80er und den 90er Jahren, sondern von Ende 2016 vom Geschäftsführer der City-Initiative. So hat er damals die Situation in der Innenstadt bewertet. Nicht, weil er der Meinung war, dass es da nicht schwierige und problematische Entwicklungen gab, sondern weil er gesagt hat, in dem Jahr haben ja auch Manufaktum und die Markthalle 8 und viele andere Geschäfte aufgemacht. Ich glaube, was wichtig ist, ist, genau hinzugucken, aber nicht das, was auch tatsächlich gut gelaufen ist, überhaupt nicht mehr in den Blick zu nehmen. Zweite Vorbemerkung. Eins ist doch glasklar, Stadtentwicklung, Innenstadtentwicklung und andere Quartiersentwicklung kann nur unter Nutzung einer großen Menge an privatem Kapital gelingen. Das kann öffentliches Kapital alleine natürlich überhaupt nicht leisten. Das ist ja gar keine Frage von den reinen Größenverhältnissen. Und niemand hier sieht das in irgendeiner Form anders, als dass man natürlich privates Kapital braucht. So ist das in unserer Gesellschaft und das kann nie substituiert werden, zu vollständig oder auch zu einem großen Teil durch öffentliche Investitionen. Aber natürlich brauchen wir ein Hand in Hand Zusammenwirken öffentlicher und privater Investitionen. So. Wo ich nur auf der rechten Seite des Parlaments ein bisschen vom hohen Ross runterkommen würde. Wir haben an einer der letzten Sitzungen über das Tabakerquartier gesprochen. Das war ein Quartier, da investiert ein Privater eine Dreiviertelmilliarde Euro, 750 Millionen. Und da muss man sich von der rechten Seite des Parlaments anhören, dass das das schlechteste Projekt ist, was man sich vorstellen kann und dass da dem Investor das Geld nur nachgeworfen wird, obwohl wir zum Beispiel Mietpreise von 8 oder 9 Euro realisieren konnten. Das musste ich mir von der rechten Seite des Parlaments anhören. Meine Damen und Herren, ein bisschen mehr Demut würde Ihnen da richtig gut zu Gesicht stehen. Gut, aber jetzt zur Sache selber. Zum Parkhaus Mitte, ich komme auch gleich noch zum Großen und Ganzen, aber ich will doch beginnen mit dem Parkhaus Mitte. Sinnvollerweise war es so, dass wir uns auf das Angebot von Kurt Zech damals den ganzen Bereich zu entwickeln eingelassen haben. Warum? Weil natürlich am allerbesten das ganze Areal entwickelt werden kann, wenn man das Karstadtgebäude, das Parkhaus Mitte und das Kaufhofgebäude zusammendenkt und zusammennimmt. Und im Karstadtgebäude war Kurt Zech engagiert und beim Kaufhofgebäude hat er gesagt, das kriege ich mit meiner Finanzkraft hin und mit meinem Verhandlungsgeschick. Und wenn ihr mir jetzt im Wege der freihändigen Vergabe noch das Parkhaus Mitte gibt, dann haben wir da genau
die Zusammenballung, die wir brauchen, um eine gute Entwicklung hinzukriegen. Und ich finde das auch heute immer noch sehr richtig, dass wir das so gemacht haben. Zweiter Teil des Dramas. Es ist auch aufgrund der Entwicklungen der Pandemie dann kurzzeitig nicht gelungen, das, was er sich tatsächlich ja vorgenommen hat, und er ärgert sich am meisten selber darüber, dass das Projekt nicht gelungen ist, das tatsächlich zu realisieren. Und warum? Ich kann jetzt hier nicht aus geheimen und vertraulichen Absprachen mit Zahlen operieren. Deshalb nehme ich nur die Zahlen, die im Weserkurier von Jürgen Hinrichs immer veröffentlicht wurden, und tue mal so, als ob die richtig waren mit den 50 Millionen Kaufpreis. Es war einfach so, für dieses Geld war es unter den gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen nicht möglich, das zu kaufen, dann abzureißen und was Neues zu machen. Die Mieten, die zu erzielen waren und sind in der Bremer Innenstadt bei diesem Kaufpreis, waren dann ökonomisch und wirtschaftlich nicht mehr vernünftig zu stemmen. Das war jedenfalls das, was man aus dem Verhalten von Kurt Zech, so offen hat er das natürlich nie gesagt, herauslesen konnte. Und das hört sich ja auch sehr plausibel an. Und übrigens, Herr Scheck, das wäre auch nichts gewesen, was die öffentliche Hand zu diesem Preis hätte stemmen können. Und dieser Preis, der war von DIC, das bewerte ich so wenig wie Robert Bücking moralisch, der war daraus abgeleitet, dass Sie bestimmte Bilanzen in den Büchern haben und bestimmte Vermietungsoptionen haben. Was will man da machen? Da kann man nicht sagen, hey, verbrenn das Geld und verkauf uns das günstiger. Das heißt, das kann man sagen, aber man kann nicht erwarten, dass darauf eingegangen wird. So, und dann hatten wir aufgrund der Veränderungen das Dilemma, dass es tatsächlich ökonomisch, so wie es angedacht war und vom Geschäftsmodell nicht mehr möglich war. So, jetzt kommt der dritte Teil des Dramas, hätten wir das schneller erkennen müssen. Also hätten wir das 2020, nachdem die Auswirkungen der Pandemie schon deutlicher wurden, hätten erkennen müssen, schneller oder 21 Jahre, herrje, wenn man vom Amt kommt, ist man immer schlauer, wenn man zurückkommt, ist man immer schlauer. Ich habe mit Beginn meiner Amtszeit natürlich auch ganz viel mit der Handelskammer, mit vielen Akteuren gesprochen. Niemand hat gesagt, los jetzt schnell raus aus dem Zech-Projekt, weil das kriegt er sowieso nicht hin, sondern alle haben gesagt, jetzt muss es aber doch. Und könnt ihr nicht nochmal? Und könnt ihr die Anforderungen nicht nochmal ein bisschen absenken? Und könnt ihr nicht nochmal Vorstellungen haben, wie wir das Ganze noch irgendwie gängig machen können? Und das haben wir dann ja auch gemacht und haben dann bloß festgestellt, es ist einfach nicht aufzulösen, die von mir eben beschriebene wirtschaftliche Schwierigkeit. Und dann haben wir gesagt, jetzt geht es nicht mehr. Und jetzt kommt ja dann nicht die bessere Lösung, sondern die schlechtere Lösung. Wir haben gesagt, jetzt müssen wir das rückgängig machen. Und dann müssen wir uns jetzt erstmal auf die isolierte Entwicklung des Parkhauses Mitte konzentrieren. Das ist natürlich nicht das Beste. Alle drei Gebäude zusammen zu entwickeln ist besser. Und das kriegen wir bloß im Moment nicht hin, aufgrund der von mir eben und hier auch in der Debatte ja schon vielfach dargelegten Rahmenbedingungen. Und jetzt stehen wir mit der isolierten Entwicklung da, ohne uns natürlich potenzielle Möglichkeiten eines Zugriffs auf das Kaufhofgebäude und andere verbauen zu wollen. So, und jetzt gibt es einfach zwei Möglichkeiten rechtlich. Man kann das selbst entwickeln, und selbst heißt natürlich auch immer mit den eigenen Gesellschaften, Breber und Gewober auf der einen Seite als eine Möglichkeit oder einer Konzeptausschreibung, weil anders geht das nicht. Wenn man das jetzt verkauft, muss man es ja auch mit einem gewissen Konzept ausschreiben auf der anderen Seite. Und das müssen wir uns jetzt natürlich noch mal ganz genau in Anbetracht aller Alternativen jetzt die Karten legen. Da jetzt einen Schnellschuss zu machen, wäre falsch. Das allerdings auf die lange Bank zu schieben, wäre natürlich mindestens genauso falsch, sondern diese Entscheidung, die muss jetzt relativ zeitnah getroffen werden, aber die müssen wir uns jetzt natürlich, Konzeptvergabe auf der einen Seite, Eigenentwicklung auf der anderen Seite, noch einmal sehr genau angucken im Rahmen der jetzt auf dem Tisch liegenden Alternativen und möglicherweise auch noch anderen Alternativen. Sie möchten mich befragen. Herr Bürgermeister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten. Der junge Mann guckt so freundlich. Ja. Weil ich so gelächelt habe, kriege ich jetzt meine Frage. Wie schön. Herr Bürgermeister, vielen Dank für die Ausführung. Mich würde noch mal interessieren, wie der Prozess abgelaufen ist, dass Sie davon erfahren haben, dass es endgültig vorbei ist. Ich habe die ganz große Sorge, wenn man jetzt erst anfängt, sich über alles grundsätzlich Gedanken zu machen, dass sich das wieder hinzieht. Also die Tendenz, dass das wahrscheinlich scheitern wird, wird man ja irgendwann im Laufe des Prozesses
mitbekommen haben. Und dann hätte man ja die Möglichkeit gehabt, sich schon mal über Alternativen Gedanken zu machen. Wie ist das abgelaufen? Natürlich ist es so, dass man sich immer über Alternativen Gedanken macht. Das gehört dazu. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Und wir haben dann irgendwann sozusagen ja Mindestanforderungen für die Verlängerung des Vertrages, der ausgelaufen wäre, wenn wir ihn oder jedenfalls mit dem Inhalt nicht weitergeführt worden wäre, wie wir ihn ursprünglich geschlossen haben. Da haben wir gesagt, wir haben nochmal Anforderungen, geringe Anforderungen, ein bestimmtes Werkstattverfahren durchzuführen, gewisse Commitments nochmal abzugeben. Und als das dann schwierig wurde, da war es natürlich deutlich, die Reißleine zu ziehen. Und das haben wir natürlich auch gezogen in dem Wissen, dass wir dann eine Eigenentwicklung oder eine Konzeptvergabe machen werden. Ob das aber eine Konzeptvergabe oder eine Eigenentwicklung wird, das ist noch nicht entschieden im Senat. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt, zum Brill und zur Universität. Obwohl das, da hat ja Robert Dürking durchaus recht, zwar eine zeitliche Koinzidenz, ich weiß es ja bis heute, es war auf einem Innenstadtgipfel, als ich übrigens ohne Nennung eines konkreten Ortes gesagt habe, ich finde, wir brauchen viele tausend Studierende in der Innenstadt, weil das richtig ist zur Belebung. Und natürlich bot sich als eine Möglichkeit das Brill-Gebäude an, aber wir dürfen zwei Fehler wiederum nicht machen. Erstens, die Verlagerung der Uni, eine mögliche, die muss sich aus sich selbst heraus rechtfertigen. Es kann ja nicht so sein, dass gesagt wird, wir verlagern die deshalb, weil wir eine schlecht gehende Innenstadt haben, die wir auffüllen müssen. Ohne eine Logik aus sich heraus ist das schwierig. Und natürlich ist die Universität, so ist das manchmal, wenn man Diskussionen beginnt, nicht in einem langen vorbereitenden Prozess darauf gestoßen worden, sondern diese Diskussion ist entstanden, auch in der Stadtgesellschaft, hat an der Uni Wellen geschlagen. Es gibt etliche Bereiche, die sagen, wow, das ist genau das, was wir uns wünschen. Es gibt andere Bereiche, die sehen das kritischer. Da gibt es auch keine absolut einheitliche Auffassung in der Uni. Aber natürlich ist es richtig, als allererstes geht es darum, die Logik zu haben, Wissenschaft stärker in die Stadtgesellschaft zu bringen, ist ein Benefit für die Wissenschaft und für die Stadtgesellschaft. Und die Frage, wo, ist streng genommen eine abgeleitete Frage davon. Dass das jetzt nebeneinander und parallel diskutiert wird, ja, das ist so. Und ja, es hat eine Machbarkeitsstudie gegeben, die zeigt, das ginge am Brill, aber die ökonomischen Vorstellungen der Vermieter liegen so weit entfernt, das ist ja schon angesprochen worden von unseren, dass es da nicht möglich war, bisher zu einer Einigung zu kommen. Und deshalb muss dieser Prozess natürlich mit Blick auch auf andere mögliche Standorte weitergeführt werden. Aber der kann natürlich nicht so geführt werden, dass man jetzt jede Woche noch einen anderen Standort durch die Stadtgesellschaft treibt, dann wird die Uni ja ganz raschlich, sondern muss man gucken, welche anderen Möglichkeiten gibt es, damit man in der Verhandlungsposition dann auch möglicherweise wieder am Brill Fortschritte macht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist natürlich der ganz normale Weg, den wir brauchen. Und dass man mit Menschen, die harte Verhandler sind, weil sie das gewohnt sind, auch so verhandeln muss, dass man irgendwann sagt, wir können auf eure Preisvorstellung nicht eingehen. Das gehört nun zum Verhandeln auch dazu. Verhandeln heißt ja nicht, dass man immer jedem Privaten das gibt, was er an Preis von einem verlangt. Ich glaube, das kann nicht das Wesen von Verhandlung sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben also zwei große Projekte, aber nicht nur zwei, aber die sind ja Hauptgegenstand der Aktuellen Stunde, wo ich versucht habe zu skizzieren, wie der Stand aus Sicht des Senats ist und wie wir weiter vorgehen werden. Und bei beiden Projekten wird dem Projektbüro Innenstadt künftig eine wichtigere Rolle zukommen. Wir haben ja mit dem Projektbüro eine anerkannte, ressortübergreifende Koordinierungsstelle jetzt und mit Karl Zillig an der Spitze einen ausgewiesenen Experten. Wir haben gesagt, wir müssen das Projektbüro weiter ertüchtigen und stärken. Und der Senat hat dazu heute im Rahmen der Beschlussfassung über den Bremen-Fonds weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Und das Parlament wird diesem Vorschlag hoffentlich folgen, weil wir wissen, dass das Ganze stärker aus einer Hand geführt werden muss. Und angesichts der Vielzahl der sonst involvierten Ressorts, das möglicherweise nicht eine optimale Aufstellung ist. Zum Schluss möchte ich noch einmal darauf eingehen, dass die Innenstadtentwicklung natürlich längst nicht nur aus dem Parkhaus Mitte und dem Brill besteht. Es ist ja richtigerweise darauf hingewiesen worden,
dass die Innenstadt insgesamt neu aufgestellt werden muss. Okay, Eiko Strohmann wusste das alles schon vorher. Diese Debatte will ich aber gar nicht führen, weil insgesamt, wenn es so ist, Ehre wem Ehre gebührt in diesem Fall dann. Die City der Zukunft bietet ja nicht nur dem Einzelhandel eine Heimat, das bleibt weiter wichtig, sondern muss einen gelungenen Mix aus Wohnen und Büros, Dienstleistungen und Gastronomie, Handel und Kultur bieten, übrigens auch Tourismus. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir arbeiten gerade sehr engagiert an der Weiterentwicklung des Domshofs. Die Genussbox und der Feierabendmarkt sind erste Bausteine, die symbolisch für diesen Weg stehen. Die ersten guten Schritte sozusagen. Einen weiteren Baustein wollen wir mit dem Stadtmusikanten- und Literaturhaus als Anziehungspunkt für Familien, auswärtige Gäste und die sehr lebendige bremische Literaturszene schaffen. Wir haben gerade einen Rahmenvertrag für die Entwicklung des Balgequartiers abgeschlossen und ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, was da passiert. Das ist eine sehr spannende, gute Entwicklung. Wir wissen, dass Wissenschaft in der Innenstadt, ich habe es eben schon angedeutet, nicht nur Hörsäle und Büros bedeutet, sondern Tausende von jungen Menschen, die tagtäglich die Straßen und Plätze beleben, die ihr Lernen und Zeit verbringen und die Restaurants und Kultureinrichtungen nutzen und die natürlich auch hier wohnen. Auch das Wohnen in der Innenstadt und auch und insbesondere das studentische Wohnen sicherlich eine Sache, die wir noch stärker berücksichtigen werden. Die ersten beiden Wohnprojekte werden derzeit geplant und hoffentlich auch schon bald umgesetzt. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, die Herausforderungen sind groß, das ist keine Frage. Ich glaube, wir gehen sie am besten gemeinsam an, denn von einem Diskurs, in dem zwar die schwierigen und Schwachpunkte benannt werden, der aber mehr darauf setzt, manchmal eine geradezu diebische Freude daran zu entwickeln, welche Dinge mal wieder gescheitert sind oder als scheiternd wahrgenommen werden, wäre niemandem geholfen. Und bevor ich jetzt wütenden Widerspruch kriege, die heutige Debatte habe ich auch überhaupt nicht so wahrgenommen, sondern als eine sehr konstruktive Debatte und ein Ringen um den richtigen Weg. Und ich glaube, das bleibt bei aller Auseinandersetzung sehr entscheidend, denn wir haben ja eine Verantwortung gegenüber den Geschäftsleuten, den Beschäftigten, den Investoren, dass wir bei allem Ringen um den richtigen Weg es natürlich trotzdem schaffen müssen, ein attraktives und positives Bild unserer Stadt zu entwickeln. Das ist gerade aus Sicht der Opposition häufig nicht leicht. Und wenn die Regierung das einfordert, dann sieht das oft danach aus, seid man schön ruhig und kritisiert nicht. Nein, so kann es natürlich nicht sein. Aber die gemeinsame Sichtweise und das gemeinsame Ziehen an einem Strang in die richtige Richtung, das wäre mir doch schon wichtig. Und in diesem Sinne möchte ich nur noch auf einen Punkt darauf hinweisen. Die Maßnahmen unserer Wirtschaftsförderung zum Aktionsprogramm Innenstadt haben jetzt kürzlich den nationalen Vorentscheid für den Europäischen Unternehmensförderpreis 2022 gewonnen. Die Jury des Deutschen Städtetages ist zu dem Ergebnis gekommen, das, was hier die Wirtschaftsförderung im Aktionsprogramm Innenstadt macht, das hat Leitbildcharakter und ist so großartig, dass es Deutschland sogar im Finale auf der europäischen Ebene vertreten soll. Vielleicht, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir doch nicht alles falsch gemacht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.